Vor einigen Jahren war das Goldinger Tal, im Grenzgebiet des Zürcher Oberlandes gelegen, eine Gegend fernab vom Verkehr, bis zum Einbruch der Wintersportler. Die zahlreichen Skifahrer und Spaziergänger bringen Leben und Unruhe ins ehemals so stille und abgelegene Tal. Auf den zentral gelegenen Parkplätzen können einige hundert Wagen abgestellt werden, denn das Einzugsgebiet dieses Wintersportplatzes ist sehr groß. Früher hatten die Bewohner dieser Gegend kaum ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten. Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs können sie nun, neben ihrer Arbeit in landwirtschaftlichen Kleinbetrieben, als Anbügler, Billetteur, Park- oder Pistenwächter ein zusätzliches Einkommen verdienen. Während der 3 bis 4 Monate dauernden Wintersaison üben rund 30 Personen solche Funktionen aus. Die Tücken und die Gefahren der Arbeit oben auf dem Gipfel zwingen den Abbügler, sich zweckmäßig zu schützen. Die Pechvögel aber können sich im gut ausgerüsteten Sanitätszimmer, auch ein Röntgenapparat steht zur Verfügung, von kundiger Hand pflegen lassen. Schwierigere Fälle werden ins nahegelegene Spital nach Uznach gebracht. Ja, noch ein anderes Mal, ich piste nicht so schmal, es wird schon gehen, noch ja nicht Lampe lachen, noch ich glaube schon, du lernst es sicher noch, wenn's alle mal rumpelt und chattert und kracht. Ein jeder kommt in ihr, man muss noch wissen wie, man muss noch wissen wie man's macht. Ein jeder kommt in ihr, man muss noch wissen wie, man muss noch wissen wie man's macht.